um zu erkennen, dass diese Gleichung eine Gleichung zweiten Grades mit einer Unbekannten ist, müssen wir zuerst alles verteilen. Dann tun wir das. 2x mal x, das macht 2x². 2x mal 4, das macht 8x. Minus 1 mal x macht minus x. Und minus 1 mal 4 macht minus 4. Diese 2 holen wir noch links rüber. Die wird dazu minus 2. Und diesen Term minus 4x holen wir auch links rüber. Der wird dann dazu plus 4x. Hier haben wir jetzt 2x² plus 8x minus x plus 4x, das macht plus 11x, minus 6 gleich 0. Wir haben also diese Gleichung und erkennen jetzt, dass das effektiv eine Gleichung zweiten Grades mit einer Unbekannten ist. Hier sind die Auflösungsformeln aufgelistet. Zuerst stellen wir die Werte von a, b und c sicher. A, das ist die Vorzahl von x², also diese 2. B, das ist die Vorzahl von x, also diese 11. Und c, das ist der unabhängige Term, also minus 6. Jetzt rechnen wir die Diskriminante Delta, b² minus 4ac, also hier 11 im Quadrat minus 4 mal 2 mal minus 6. Diese Diskriminante ergibt 169. Sie ist streng positiv, also sind wir im dritten Fall und haben zwei verschiedene Lösungen, die man rechnet durch minus b plus minus Quadratwurzel von Delta geteilt durch 2a. Also hier minus 11 plus minus Quadratwurzel von 169 geteilt durch 2 mal 2. Die Quadratwurzel aus 169, das macht 13, also bleibt diese Rechnung übrig. Wir haben eigentlich zwei Rechnungen zu machen, die eine mit Plus und die andere mit Minus. Die erste, minus 11 plus 13, das macht 2, geteilt durch 4, das macht ein halbes. Jetzt die zweite, minus 11 minus 13, das macht minus 24, geteilt durch 4 macht minus 6. Wir haben die zwei Lösungen gefunden, stecken diese in die Lösungsmenge hinein und die Übung ist beendet. Aber durch diese Gleichung, die angegeben wurde, kann man erkennen, dass man sie viel, viel schneller lösen kann als mit dem Delta-Verfahren. Und zwar, wenn wir hier minus 2 ausklammern, dann sehen wir, dass zwischen Klammern minus 1 plus 2x bleibt. Das heißt 2x minus 1. Das ist genau dieselbe Klammer wie diese da. Also nehmen wir diesen Term rechts weg, setzen ihn links rüber, dann wird er links mit einem Plus versehen. Dann sieht die Gleichung so aus. Und in dieser Summe können wir 2x minus 1 ausklammern. Zwischen Klammern bleibt dann noch x plus 4 plus diese 2, also x plus 6. Hier haben wir ein Nullprodukt und das Produkt dieser beiden Faktoren kann nur 0 sein, wenn der erste Faktor 0 ist oder wenn der zweite Faktor 0 ist, das heißt, wenn x ein halbes oder minus 6 ergibt. Und somit haben wir diese zwei Lösungen viel schneller gefunden als mit dem Delta-Verfahren. Also schauen wir uns die Anfangsgleichung gut an, ehe wir das Delta-Verfahren einsetzen.